So, damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier, haben wir so einen Unterschlupf hier entdeckt. Und wir sind ja jetzt hier kurz davor, diesen Generator anzumachen. In der Hoffnung, dass jetzt erstmal nichts Schlimmes passiert. Wir gucken mal, wir haben ja schon geschaut, das Schloss lässt sich leider nicht aufschließen. Also werden wir jetzt erstmal den Generator anmachen. Und gucken, was passiert. Ach so. Ah. Oh, neue Animation. Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Das ist ja mal awesome. Werkbank, Waffe aufmotzen. Da sehe ich mich. So, was haben wir denn hier Feines? Also, wir könnten untersuchen. Das wäre mal ein schönes Gewehr, du. Ein schönes Gewehr. Könnte man sogar hier so ein bisschen... Oh, guck mal, sogar hier. Das hier schwenken. Ah, okay. Also, wir können hier auf jeden Fall in die Details gucken. Von unserer Waffe. Okay. Wie sieht der ganze Spaß hier aus? Untersuchen. Nice. Also, wir könnten bei der halbautomatischen Pistole die Feuerrate, tausche die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Tausche den Pistolengriff aus, um die Waffenabweichung zu verringern. Bringe einen Kompensator an, um den Rückschuss deiner Waffe zu reduzieren. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Fertige eine größere Magazin an, das mehrere Patronen fasst. Okay. Nice. Wie sieht's hier aus? Was können wir hier machen? Füge dem Schaft Gewicht hinzu, um Waffenabweichung zu verringern. Und füge ein Magazin hinzu, um die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen und mehr Patronen zu verstauen. Ich würde ja gerne ein Zielfernrohr anbringen oder Schaden. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie viel Munition haben wir von den einzelnen Waffen? Mal ganz kurz nochmal gucken. Wie viel Munition habe ich denn? Wait a second. Wie war denn das? So. 8, 15. Ja, hier kann ich erstmal schon mal nachladen. Hier passen nämlich 3 Stück rein. Das ist schon mal schick. So, hier passen 6 rein. Das finde ich auch in Ordnung. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen mal als erstes... Ich glaube, dass wir mit der Pistole am Ende mehr schießen als mit der Flinte oder mit dem Repetiergewehr. Repetiergewehr. Oder wir schießen damit mehr. Also die Durchschlagskraft, glaube ich, ist einfach mal besser bei dem Gewehr. Ach komm, wir verbessern trotzdem die Pistole. Scheiß drauf. Pistole haben wir einfach mehr drin. So, tausche die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Das gar nicht mal. Tausche die Pistolengriff, um Waffenabweichung zu verringern. Das würde ich wahrscheinlich machen wollen. Genau. So, damit haben wir sogar eine Trophäe erhalten. Bastler! Nice! Ich muss mal sagen, die Animation sieht schon... Das wird gehen. ...nicht schlecht aus. So, okay, jetzt haben wir hier die ganze Sache verbessert. Oh, hallo. Was ist denn hier? Oh, hallo? Sie auf dem Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Ist... hier nicht. Okay. Also, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, irgendwie runter in den Keller zu kommen. Jetzt ist die Frage, wo haben wir dafür den Eingang? Ist der hier irgendwo versteckt? Nein. Dann würde er wahrscheinlich irgendwo hier... Nein. Warte mal, was ist denn das hier? So ein Aufzug. Nee. Aber wir werden doch hier irgendwo was haben, was uns doch bestimmt die Richtung zeigt. Hey,
Was? Oh. Okay, da hinten soll irgendwas sein. Na dann, lass uns doch mal gucken. Was hat denn... wer ist der Diener? Gesehen. Aha. Na los. Bücherregal. Ah. Okay. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Ein Liebesnest. Also okay, hier gibt es zumindest nichts weiter. Hier gibt es aber bestimmt gleich eine Überraschung, oder? Ja, moin! Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, furztrocken das Gras. Das erklärt einiges. Ja, furztrockenes Gras. Also ist, ob nun furztrocken oder nicht... Man kann da noch sehr viel Spaß mit haben. Was ist das hier? Eine Kassette? Hallo? Ich möchte gerne diese Kassette aufnehmen. Er hat solche Videokassetten. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandys Kutsch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Ja, für die Leute, die es nicht mehr kennen, weil sie einfach zu jung sind, Kassetten, damit hat man früher Videos abgespielt, ja. Da gab es sowas wie DVDs oder Blu-Rays noch nicht. Ja, und gut. Der Inhalt des Films? Geschmackssache. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Warum? Ich hätte ihm helfen können. Ja, genau. Beim Konsum wahrscheinlich, aber das ist jetzt nur mal theoretisch, ne? Was haben wir denn hier? Ja, moin, ey. Was ist das denn für ein Konstrukt? Ja, wer da steht, ne? Alter. Dina! Eine Gasmaskenbombe. Oh, Gott, er war so schlau. Ja, genau. Okay. Not macht erfinderisch. Wird mir die jetzt die ganze Zeit angezeigt? Das heißt, ich muss da eventuell mir noch was angucken, was... weil da vielleicht noch was ist an... Infos! Ja. Gibt's hier noch irgendwas, was ich sehen kann? Außer, dass ich hier... Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Hm, finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck, gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Ich meine... Wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist, und 10 überwältigend. Wie würdest du
unseren Kuss von gestern bewerten. Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hält dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Okay, also wir sind nicht mehr Ellie, wir sind jetzt anscheinend wieder Abby. Und da drüben läuft wer? Ich sehe dich, du. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Also wir verfolgen jetzt erstmal hier. Also wir sind jetzt Abby. Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt. Ja, Infizierte. Das siehst du richtig. Da hinten ist einer. So, wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns erstmal hier ein bisschen umschauen mit Abby. Wir sind ja jetzt hier natürlich bei den Spuren. Alter! Alter, ja, ist ja gar nicht verkehrt hier. Ja, ich glaube, jetzt sterben wir. Renn, 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 renn. Ja, moin! Kann ich hier hoch? Nein, ich will hier weg! Ich will hier weg! Ich will hier weg! Okay, das war jetzt unerwartet. Und vor allen Dingen... echt viele! Ja, als ob die jetzt schon geil auf mich sind. Ihr Ficker. Okay, komm, wir rennen jetzt hier runter. Weil ich gehe von aus, das Spiel möchte, dass wir hier runterrennen. Alter, ist ja mal gar nicht stressig. Ja, genau. Moin! So, springe hier raus. Sind wir schnell genug? Sind wir schnell genug? Tralala. Jetzt rennen wir wieder hier hoch. Ich habe keine Ahnung, ob das hier ansatzweise richtig ist. Moin. Auf Wiedersehen. Jetzt laufen wir hier einmal im Kreis. Ja, genau. Wo müssen wir denn hin? Panik! Panik!
Aua. So, bin ich hier sicher? Anscheinend nicht. Hier bin ich auch nicht sicher. Es ist ja gar nicht mal Stressfaktor hier. Was ist denn los? Alter! Viereck Double Tap! Geht doch. Okay, komm. Hier durch! Oh, shit! Hier lang, komm! Okay. Wer seid ihr? Okay. Ja. Wo zur Hölle kamen die alle her? Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten aufgehen, schaffen wir es vielleicht zu Hütte. Ei, das war jetzt aber gerade mal. Ja, Knarre hab ich. Immer noch mit. Ja, beruhigen Sie sich. Lass uns doch mal ganz kurz hier, ganz kurz. Ganz ruhig, mein Großer. Ganz ruhig. Ich hab nur eine Knarre. Ah, Mann! Ich hab nur eine Pistole. Ich hab nur eine Pistole. Los zu der Tür! Durch die Tür hier! Ja, los! Ja, durch die Tür. Ich bin durch die Tür gelaufen. Komm her hier. Als ob die nicht geschlagen hätte. Genau. Okay, ich entschuldige mich jetzt schon mal für dieses etwas hektische Spiel jetzt. Das nahm jetzt eine sehr schnelle, hektische Wendung an. Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Was für ein Fenster? Was denn für ein Fenster? Hey, Mädchen! Okay. Auf den Karren schieben! Kommt rein! Ich schaff die Fackel ans Fenster! Haltet mir die Sehnen! Okay! Wo sind die denn? Achso, hinter mir! Kleines Mistvieh, Alter! Okay, Nahkampf. Das ist noch einer. Komm her hier. Wo sind die denn? Ich bin extrem überfordert gerade. What? Bitte was? Ich hab doch gerade... So, wo sind die? Da sind die. Du kriegst jetzt auch noch ein paar aufs Maul, Alter.
Okay. Du kriegst jetzt auch nochmal was aufs Fressbrett. Du auch noch. Okay. Wo seid ihr? Hau! So schnell hier weg. Hey! Wo ist das Fenster? Auf da! Nein! Wie machen die denn so viel Schaden? Mein Problem ist, der Kopf eines Klickers wird von verhärteten Pilzen geschützt. Sie werden betäubt, wenn diese zerstört werden. Ja, das ist schön. Mein Problem ist, ich kann nicht so gut schießen und vor allen Dingen, die Viecher kommen von überall. Auf geht's! Nein! Oder auch nicht. Er ist gerade völlig hektisch, also da bin ich völlig überfordert. Und wir rennen einfach raus. Ich hab dich. Wir rennen einfach los, wir rennen einfach raus. Wohin gehen wir? Hier lang! Los! Genau! Danke! Hier durch! Auf geht's! Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Sie haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht?
Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Angst gemacht. Scheiße. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre. Joel. Mel. Wer bist du? Rate mal. Sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Nimm jetzt sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung.
weiter. Okay, schau mal. Also, okay. Wir fassen jetzt mal ganz kurz zusammen, ja? Also, Ellie hat mit Dina erstmal schön ein Graslabor gefunden. Haben sich schön einen reingezwibbelt, haben dann schön dick rumgemacht und wurden von dem Typen dann im Nachgang erwischt, weil der eben halt auf dem Weg, Joel und Tommy abzulösen war, er die aber nicht angetroffen hat. So, das ist jetzt die eine Story. Jetzt haben wir noch Abby, die sich einfach selbstständig auf dem Weg zu so einem Posten gemacht hatte eigentlich. Jetzt dann am Ende quasi Spuren gefunden hat und überrascht wurde von Zombie-Horden. Ja, netterweise haben Tommy und Joel sie gefunden und haben sie eigentlich gerettet. So, das ist erstmal so Grundstory in Anführungsstrichen. Man hat keine Ahnung, wer sie ist, man hat keine Ahnung, warum sie so ist, wie sie ist. Auf jeden Fall sind sie zurückgeritten in den Außenposten, wo Abby ihre Compadres hat. Und haben sich dann eben halt so weit vorgestellt. Ja, Tommy hat sogar noch angeboten, hier, ey, wir wohnen weiter unten, kommt da vorbei, könnt da schön eure Ressourcen aufmöppeln und allem drum und dran. Völlig easy going, ja. Aus dem heiterem Nichts schießt Abby Joel, weil er Joel heißt und anscheinend ihr irgendwie was sagt, warum auch immer, die werden anscheinend eine Hintergrundstory haben, die wir irgendwann demnächst noch erfahren, schießt sie ihm einfach erstmal ins Knie und Tommy wird erstmal mit einer Kanone quasi ins Gesicht geschlagen, so oft, bis er eben halt ohnmächtig ist. Freundschaftlich awesome, kann man so machen. Abby hat jetzt den Golfschläger noch geholt und Joel damit quer durchs Gesicht gezogen, warum auch immer, das werden wir bestimmt noch erfahren. Und ja, Ellie ist jetzt natürlich auf der Suche nach Joel und Tommy, weil keiner weiß, wo die sind, was passiert ist und dies, das und jenes. Ja, ziemlich hektisch die Folge heute, ziemlich panisch, zweimal gestorben oder dreimal, ich weiß gar nicht ganz genau. Und einfach. Gut, ich hoffe dennoch, ihr hattet heute ganz viel Spaß beim Zuschauen, auch wenn heute viel Action, viel passiert ist, ich nicht gerade geglänzt habe mit meiner Leistung. Also war jetzt natürlich nicht so optimal, aber okay. Nehmen wir erstmal so hin. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge bei The Last of Us Part 2. Und bis dann. Reingehauen.